Hallo und willkommen zurück bei lieben Zuschauer zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, ich hoffe, wir kommen in dieser Aufnahmesession mal ein bisschen weiter als in der letzten. Dieses Grabespiel da hat ja ewig Zeit gebraucht. Und der Pinsel ist echt nicht mit mir. Gut, wir können jetzt hier rausgehen. Also, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession mit der netten Dame mit, wie es uns angemerkt hat, riesige Oberweite gesprochen hatten. Können wir uns jetzt hier im Palastbereich umsehen. Jedenfalls ein bisschen. Wir kommen ja nicht durch die verfluchte Zone durch. Die hier teilweise auch das Wasser. Belagert. Reicht der Wumms? Nö. Ich frage mich immer noch, wie man Truhen hochkriegt. Bei der Wind hilft ja auch nicht. Das war wieder ein Blatt. Das war auch wieder ein Blatt. Okay. Also das mit dem Wind ist echt manchmal eine Sache, ey. Na doch, wir konnten sie aufspringen und ans Räuchergefäß rankommen. Gut. So, kommen wir wieder hoch. Mal gucken, was unser Kampfarena-Freund zu sagen hat, ob wir hier kämpfen können. Hi. Ah, du bist dieser weiße Wolf, den ich überall treffe. Ich bereise das Land, um die göttlichen Lehren von Buddha zu verbreiten. Es scheint so viele Orte zu geben, die Buddhas Hilfe brauchen. Ich spüre es auch hier, eine unheimliche Kette in der Luft. Konzentration, sieh genau hin und da, gleich hinter dir. Das war der eine. Würdest du auch bitte runterkommen? Achso, den müssen wir wegwedeln. Stimmt. So. Wir waren wahrscheinlich wieder zu schlecht, obwohl wir die gute Zeit hingekriegt haben. Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit, aber ich sah es. Der Kampf hat genau 28 Sekunden gedauert. Der Verhörstück war höchst sehenswert. Ich habe dich nun so viele Mal kämpfen sehen und ich bin immer wieder von deiner unglaublichen Stärke überrascht. Sogar die große Finsternis, die vor dir liegt, ist wahrscheinlich nichts, das du fürchten musst. Es scheint, als ob sich deine Reise noch nicht dem Ende nähert. Ich möchte, dass du das hier annimmst. Das wird dich auf deinen Wegen beschützen. Eine verstreute Perle und Glück. Waren wir also doch schnell genug? Die Kräfte des Bösen sind vielleicht verschwunden, aber der Stadt fehlt es immer noch an Leben. Der drohende Schatten ist zu gewaltig. Hm. Gucken wir mal, können wir was steigern mit dem Glück? Also nee. Für den Tintenfass reicht es nicht und für den letzten Magen, ich hoffe mal, dass es der letzte ist, reicht es auch nicht. Also, raus hier. Gut, wir können da über die Brücke. Da geht es aber zum Hauptpalast, habe ich das Gefühl. Da will ich noch nicht hin. Ich will mich erstmal in Ruhe hier im Rest umgucken. Und zum Beispiel Truhen ausbuddeln, die so super gut versteckt sind. Dass ich nicht wüsste, wie ich da nur drauf kommen könnte, dass da eine Truhe ist. Eine Vergeltung, mhm. Also ja, hier ist nichts. Hier geht's rein. Wer wohnt hier drin? Oh, das sind diese... Ach Gott, wie heißen diese japanischen Musikinstrumente? Die habe ich schon oft in Anime gesehen. Heiliger Knochen S. Ja.
Ja, im Ozean schwimmt ein Ungeheuer, es bewahrt den Frieden des Meeres. Oh, welche Wunder wir erfahren, die in diesem Wasserdrache so kühn. Das ist ein Lied, das mir mein Großvater beigebracht hat. Anscheinend ist es der Wasserdrache, der das Chaos auf See verursacht. Ein Gott aus dem Drachenpalast vom Grund des Meeres. Hast du das schon gewusst, Hündchen? Ja. Ihr sagt mir nichts Neues. Was ist mit euch beiden hier oben? Adlige. Oh, ein dreckiger Hund in meinem lieblichen Heim. Geh weg von mir, du furzerfester Hund. Hier ist kein Ort für jemanden wie dich. Du hast ganz schön Mut, du räudiger Hund. Wie kannst du es wagen, einfach so in unser Haus zu kommen? Geh weg von mir. Mhm. Wie kannst du es wagen? Ja, mir war danach. Und du? Sieh an, sieh an. Es passiert jeden Tag, dass mich ein Hund besuchen kommt. Was ist, Kleiner? Bist du hungrig? Oder bist du vor dem Chaos an der Hiroshima-Küste geflohen? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Ja, er ist wenigstens freundlich. Willst du mein Zuhause nett und bequem, Hund? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Mhm. Tja, den Pflanzen hier drin können wir einer auch nicht helfen. Noch nicht. Gut, hier drin waren wir. Und hier können wir wegen der verfluchten Zone nicht lang und ja, wegen dem Wasserrad. Hast du keinen Bock, dich zu drehen, Wasserrad? Nö. Da hilft doch das bisschen Wind nicht. Das sieht verdächtig aus. Komm, löst dich mal auf. Ich wollte hier direkt runtergraben. Naja, ein paar Jenmünzen. Wenigstens etwas. Okay, wir kommen also nicht hier lang, also müssen wir hier drüben lang. Und ja, das sieht eher so aus wie so japanische Stein- und Sandgärten. Um das Feng Shui richtig zu bewahren. Aber hier ist eine Truhe. Ein Exorzismus. Und hier ist mal wieder so eine Katze. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen irgendwann eine Pinseltechnik, mit der wir an solchen Orten hochlaufen können. Weil der Turm hat doch keinen Eingang hier unten. Der ist garantiert da oben. Hm. Hier ist auch nichts drunter versteckt unbedingt. Okay, hier ist der Palast wahrscheinlich und wir dürfen nicht rein. Wir sind die Leibwächter von Königin Himiko. Sie ist im Moment im Palast und betet für die Stadt. Ich habe Befehl, dass sie niemand gestört werden darf. Dass niemand sie stören darf. Da ich Befehle ernst nehme, darfst du auch nicht rein, du Kläffer. Du kannst die verfluchte Zone direkt vor dir sehen. Die ganze Stadt ist von einer finsteren Luft umhüllt. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Himiko auch nur ein Haar krümmt. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himiko sollte hören sich alle an wie Papageien. Aber du kannst nicht einfach jemanden angreifen. Schließlich bist du ein Gott. Lass sie zufrieden. Ja. Sicher, dass ich hier nicht einfach mal schneiden darf? So. Ja. Da können wir wohl nicht durch. Okay. Hintereingang sieht auch schwierig auszunehmen. Also haben wir keine andere Wahl. Wir müssen in Richtung Giftgebräu. Hm.
können aber immerhin uns hier noch umsehen. Hoppala. Ein Exorzismus ist. Eine Truhe. Mit einem Kristall drin. Da ist sonst nichts mehr. Sind hier wieder so schnöselige Adlige drin. Die meinen, sie wären was Besseres. Jedenfalls die Frau. Die Frau. Oh ja, es sind wieder Adlige. Bloing. Ein Stahlsehensacke. Murmel, murmel. Ich frage mich, was mit dem Kaiser los ist. Seine Krankheit muss der Grund für sein eigenartiges Verhalten sein. Ich schätze mal, du hast keine Zeit, dir bei Nietern zu tun, oder Hütchen? Ich habe unter dem Kaiser der Stadt Sai An gedient und stand ihm länger als irgendwer sonst zur Seite. Aber dann wurde er von einer schrecklichen Krankheit ans Bett gefesselt. Seitdem ist er eine völlig andere Person. Er war immerhin so gütig, so bescheidener und gütiger Herrscher in der Vergangenheit. Aber jetzt umgibt er sich mit Wachen und schickt die Bedürftigen davon. Es geht sogar das Gerücht, dass er ein Mädchen ganz ohne Grund eingesperrt hätte. Es ist die Krankheit, wegen der er sowas tut. Ganz ohne jeden Zweifel. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen. Na, die ist nett wenigstens. Vielleicht könntest du meinem armen Mann eine Weile zuhören. Er ist in letzter Zeit so besorgt, dass er mit jedem redet. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so wohl. Der Nebel, der die Stadt gehört hat, ist schon unglaublich dick. Das macht einen wirklich fertig nach einer Weile. Ich schätze mal, du hast keine Zeit, mir dir mein Lied anzuhören, oder Hündchen? Ja. Gut, jetzt haben wir eine Königin, die sich in ihrem Palast verkriecht und einen Kaiser, der krank ist und dadurch zum Tyrannen geworden ist. Was kommt als nächstes? Ich sollte so eine Frage nicht stellen. Sonst kriege ich irgendwas Böses wieder auf die Plauze. Todeszone, jo. Dass keinem auffällt, dass der Giftnebel hier rausdrückt wie Gülle? Na, bleib mal hell. Nö. Aber ernsthaft, der drückt hier raus, der Giftnebel, das ist ja unglaublich. Tag, Jungs. Psst. Psst, kannst du mich hören? Was, eigentlich haben wir Dienst. Es ist nur, ich wollte dich etwas fragen. Was ist deine Meinung über seine Hoheit? Was meinst du? Du wirst doch nicht an unserem ehrwerten Kaiser zweifeln. Es stimmt zwar, dass er ans Bett gefesselt ist durch seine seltsame Krankheit, aber ich bin voller Hoffnung, dass er sich schon wieder sehr bald erholen wird. Das bin ich natürlich auch, aber da ist irgendetwas mit seiner seltsamen Krankheit, das mich beunruhigt. Dieser wirbelnde Nebel ist doch ein kleines bisschen merkwürdig, oder? Von dem Moment an, als der Kaiser krank wurde, begann er aus seinem Raum zu strömen. Und bevor wir es bemerkten, hatte er die ganze Stadt bedeckt. Die Leute leiden auch unter ihm. Nun glaubst du, das sind alles Zufälle? Ich gebe zu, es ist ganz schön seltsam, aber es nützt nichts zu versuchen, seine Hoheit zu fragen, wie es ihm geht. Er schickt jeden weg, er will nicht einmal den Arzt sehen. Also gibt es nichts, was wir deswegen unternehmen könnten. Aber was ist mit dem Mädchen, das er ganz alleine in eine Zelle hat sperren lassen? Sie sollte nicht alleine eingesperrt sein, sie hat nichts Falsches getan. Du meinst dieses Mädchen namens Kaguya, stimmt? Befehl ist Befehl, wir hatten keine andere Wahl, als sie einzusperren, aber ich kann nicht verstehen, warum seine Majestät das von uns verlangt hat. Die Stadt ist einem totalen Chaos, seitdem er krank ist. Ich frage mich, was im Palast vor sich geht. Guck dir die Papierstreifen an. Sieht aus, als ob auf jedem Streifen ein Zauberspruch oder sowas drauf wäre. Aber ich habe keine Idee, wie man sie benutzt. Ich glaube nicht, dass sie uns eine Hilfe sein werden. Sieh dir das an, Ami. Da kommt niemand aus diesem kleinen Loch raus. So schade, dass du so groß bist, sonst könnten wir das Loch untersuchen. Ich mag diesen Palast nicht. Irgendetwas ist hier sehr verdächtig.
Wenn da ein Loch ist, dann können wir es größer machen. Also ja, wir benutzen immer die Abrissmission, ne? Nein, die hilft nicht. Dürfen wir rein? Nein. Hallo Wolf, wenn ich du wäre, würde ich nicht näher rankommen. Wir haben den Befehl, den Kaiser mit unserem Leben zu verteidigen. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann geh jetzt. Aha. Hm, was gibt's? Ist es der wirbelnde Nebel innerhalb des Palastes, der dich beunruhigt? Es ist nichts, wirklich. Das ist auf jeden Fall, was der Kaiser uns befohlen hat zu sagen. Es ist nichts. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann gehst du jetzt. Also ja, ich bin ehrlich verwirrt. Sie haben eine Königin, sie haben einen Kaiser. Wer ist jetzt der Obermacker hier? Weil das da ist... Das sieht ziemlich schräg aus, der Palast von Himiko. Und hier hinter dem Ding ist der Palast des Kaisers. Aha. Das hier sind aber auf jeden Fall diese tollen Gebetsstreifen da, die... Die nette Dame hier drin braucht. Dumm, die dumm, die dumm. Also bringen wir die flott mal. Was hast du? Meine Gebetsstreifen, du hast sie gefunden? In dieser riesigen Stadt? Danke, sie sind unentbehrlich in meinem Kampf gegen das böse Wesen. Ich hatte gedacht, eins von ihnen hätte sie mir gestohlen. Den Göttern sei Dank. Ja, deine Fähigkeit, Dinge aufzustimmen, ist wirklich eine göttliche Kraft. Dein Name ist Amaterasu, nicht wahr, Wolf? Nur Amaterasu, wirst du deine Kraft in unser aller Dienst stellen? Hm? Ihr sagt, wir seien die Antwort auf eure Gebete? Ich sage, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Ja. Helft mir, Amaterasu. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wie ihr gesehen habt, ist die Hiroshima-Küste in Aufruhr. Weil sich das Böse aus der Finsternis erhoben hat, wegen den Kräften der Finsternis. Kräfte der Finsternis? Ja, im Vergleich dazu sind die Monster der Wildnis gar nichts. Sie haben begonnen, sich über die Hiroshima-Küste zu ergießen. Und solange sich die Königin Himiko in ihrem Palast verkriecht, liegt es nun alles an mir. Normalerweise würde ich meine heiligen Kräfte einsetzen, um jegliche Gefahr von der Stadt abzuwenden. Aber dieser Feind ist zu stark für mich. So bleibt mir keine Wahl, als euch um diesen Gefallen zu bitten. Leiht mir eure Kraft. Bedeutet das, dass wir letzten Endes Himiko helfen werden? Ich weiß nicht, hört sich irgendwie komisch an für mich. Viele glauben, die Königin sei ein Feigling, sich einfach so zu verkriechen. Aber sie kümmert sich um ihre Untergebenen. Sie betet für unser aller Schutz, aber nicht einmal sie kann den Wasserdrachen beruhigen und die Stadt läutern, nicht ohne den heiligen Schatz, um ihre heiligen Kräfte zu verstärken. Ich möchte, dass sie mir helfen, ihn zu finden. Bitte, Amaterasu, lass mich doch einmal fragen. Wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe? Ja, schon okay. Verdammt nochmal, lass uns doch zuhören, was die Braut mit den dicken Tüten zu sagen hat. Dicke Tüten? Sie versteht's auch nicht mal. Wie auch immer, als ihr in die Stadt gekommen seid, habt ihr es da gesehen? Vor der Küste, sobald man die Grenze zu Hiroshima passiert, das Schatzschiff, das der Wasserdrache versenkt hat. Das Schiff war ein Handelsschiff, das zwischen hier und Übersee fuhr. Es transportiert auf Befehl von Königin Himiko große Schätze. Aber der Wasserdrache attackiert jedes Schiff auf dem Wasser. Er versenkte das Schiff und seine wertvolle Ladung direkt vor dem Hafen. Die Fuchsstäbe, welche die Königin endlich gefunden hatte, ein unendlich wertvoller Schatz mit der Macht, jeden Feind zu besiegen, wäre der wichtigste Schatz der Stadt sei an. Nein, der wichtigste Schatz in ganz Nippon. Wenn wir jetzt die Fuchsstäbe hätten, dann könnten wir all das Böse vertreiben. Amaterasu, wirst du mit mir zum Schiff gehen und mir helfen, die Ladung nach den Fuchsstäben zu durchsuchen? Möchtest du uns etwas? Na klar. Ihr wollt, dass wir auf dem versunkenen Schatzschiff nach Schätzen suchen. Nun, ich würde alles für eine süße Braut machen, aber wenn meine Chefin nein sagt, dann kann ich nichts dagegen tun. Nun, Chefin, helfen wir nun dieser vollmusigen Braut oder nicht? Ja, bei der Schatzsuche helfen, klar. So sei es. Nun, die Chefin hat gesprochen. Hä? Was soll denn das, Ami? Danke dir, Amaterasu. Du bist ein wahrer Engel. Okay, dann lass uns direkt zum Schatzschiff gehen. Jedoch, wir müssen noch eine Weile warten, bis der Neumond aufgeht. In den Untiefen, man nennt sie die Mondlagune, wo das Schiff auf dem Grund liegt, geht die Flut erst dann zurück, wenn der Neumond vom Mondturm aus zu sehen ist. Wenn die Flut zurückgegangen ist, dann ist es einfach, in das Schatzschiff zu gelangen. Wir werden uns am Schiff in der Nacht des nächsten Neumonds treffen.
Ja, da waren wir schon. Gut, das heißt wieder raus aus der Stadt. Junge Ami, du bist ja ganz versessen darauf, der Braut zu helfen. Und ich konnte zu den beiden auch nicht Nein sagen. Aber wir sollten deswegen nicht unachtsam werden. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist diese vollbusige Braut eine Marionette von Himiko. Und wenn sie etwas Übles vorhaben, dann sollten wir diese Fuchsstäbe in unsere Hände bekommen, bevor sie es tut. Ja. Hier stehen sie wieder Schlange. Ich kann ja zum Glück einfach durch. Der Typ hier ist super. Der gehört nicht mal hierher in die Stadt, aber er fischt an der Brücke. Die er selber hochgeklappt hat mit irgendeinem Befehl, den er auch, wie auch immer her kennt. Oh Mann.